15 Jahre Vienna Fashion Week. Zum 15. Mal zeigt sich Wien von seiner schönsten Seite. Vom 11. bis 16. September 2023 findet im neuen Modezelt vor dem Museumsquartier die renommierte MQ Vienna Fashion Week statt. Unter dem Motto Sehen und gesehen werden, wurden und werden rund 40 Designer ihre Kollektionen auf dem Laufsteg präsentieren. Die MQ Vienna Fashion Week ist auch ein Einkaufsparadies. In der Shopping Area und in den Pop-Up-Stores können die Besucherinnen die neuesten Kollektionen der Designer begutachten. Jetzt sind in 15 Jahren die Mode oder die Branche verändert oder die Designer, die Newcomer. Was ist der Unterschied und mit wem arbeitet man leichter? Mit Alteingesessenen, mit Newcomern? Du, das kann man gar nicht so sagen. Meistens sind die Newcomer die Anstrengenden, ehrlicherweise. Aber wenn du schon so lange im Business bist wie ich, weil ich mache das schon seit fast 30 Jahren, dann hast du auch viele Freunde unter den Designern. Und wir sind hier ein bisschen wie ein Family-Business inzwischen. Also wir sind so eine eingeschworene Community. Wenn die Sigi und die Elvira, die Veranstalterinnen, rufen, dann kommen wir alle zusammen und dann machen wir das einfach und ziehen das durch. Du bist da doch wirklich mit Herzblut dabei. Wirst du auch von Designern angekleidet? Du als Pressesprecher? Ja, vor allem von Kallisti. Oh, sehr viel Kallisti. Ich habe Zhang Deho, ich trage Artpoint. Also ich bekomme schon einiges zur Verfügung gestellt und ich kaufe mir auch sehr viel und ich schaue, dass ich vorwiegend österreichische Mode kaufe als Pressesprecher der Fashion Week. Jetzt die Jugendarbeit oder die Newcomer, werden die genügend gefördert in Österreich, die Designer? Also ich finde, in Österreich gibt es tolle Plattformen. Da gibt es auch die Austrian Fashion Association, die sich sehr stark für Newcomer einsetzt und sie auch international auf Showrooms mitnimmt. Es gibt die Fashion Week, die ja nicht nur einmal im Jahr ist, sondern wir sind eine Plattform, die eigentlich das ganze Jahr über Designer fördert. Es gibt auch den Not Another Concept Store in der Gumpendorfer Straße, wo die Designer auch ihre Kollektionen verkaufen können. Wir machen dazwischen immer wieder Pop-Up-Stores und ganz viele Aktionen. Also ja, ich denke ja. Du sagst, vor der Show ist nach der Show oder umgekehrt, nach der Show ist vor der Show. Was erwarten ist, was kommt, was ist im nächsten Jahr geplant? Tja, das ist eine gute Frage. Jetzt lass uns mal die 15-Jährige hinter uns bringen. Wir werden es vielleicht ein bisschen adaptieren, aber im Grunde genommen ist es gut so, wie es ist und wird super angenommen. Das Tolle bei uns ist ja, dass du dir hier eine Karte kaufen kannst. Und du eigentlich Mode zum Anfassen hast. Ja. Also du hast die Kollektionen am Laufsteg und sehr viele Designer haben ab Mittwochabend Pop-Up-Stores und du kannst hier auch gleich shoppen. Und wir zeigen auch meistens die aktuellen Kollektionen und nicht Frühjahr, Sommer nächstes Jahr, sondern du bist dann mittendrin in der Wintermode. New Planet hat den internationalen Star-Designer Zhang Deho schon vor der Fashion Week in seinem Atelier in Wien besucht und durfte seine Kollektion bereits vorab begutachten. Ja, global gesehen ist es natürlich in sehr kleinen Fashion Week, aber Fashion Weeks sind immer sehr, sehr wichtig, weil wir machen auch die Fashion Week in New York und in Mailand und manchmal auch Paris und das ist sehr, sehr wichtig. Es macht die Kultur von der Stadt natürlich mehr vordergründig und jede Stadt, die was auf sich hält, braucht einen Fashion Week und das muss man unterstützen, deshalb mache ich auch jedes Jahr mit. Naja, ich versuche immer, nachdem ich schon ein alter Hase bin oder ein alter Hund, versuche ich immer mit irgendjemandem zu kollaborieren. Und dieses Mal mit einem jungen Brand, das heißt Innervana Overdose, und die macht so Headpieces. Und das hat mich sehr witzig gefunden, weil die ja auf verschiedene Arten arbeitet. Und sie ist jemanden, die, diese Dinge sind natürlich klein und man kann nicht so viel davon verkaufen und so weiter. Aber ich finde sie genial und das sollte man unterstützen. Und die Juliana, schöne Name, war unsere Königin, hat mal Juliana geheißen, kommt so lang. Und großartig, finde ich. Sie ist eine gute Ergänzung, es macht alles spannender und eine Show soll eine Show sein. Zhang Deho ist modetechnisch mit das Beste, was Österreich zu bieten hat. Obwohl der Designer ja streng genommen kein Österreicher ist, sondern ein niederländischer Modeschöpfer chinesisch-holländischer Herkunft. 64 verschiedene Modelle hat Zhang Deho für die Vienna Fashion Week entworfen. Hallo, mein Name ist Zhang Deho und willkommen in meinem Atelier in Wien. Ich zeige euch heute meine Kollektion 23 und die heißt Kaleidoskop. Wie ihr seht, sehr bunt. Ja, ich bin ja ein bisschen oldschool. Ja, ich finde immer, ein Modenschau muss eine Geschichte schreiben. Also ich fange an mit Daywear und dann geht es langsam in Nachmittag, Abend und so weiter, weil ich finde, es ist lustiger, wenn man so mitkriegen kann, dass man für jeden Tag irgendwas zum Anziehen hat, für jede Tagesstunde. Naja, schau, die erste Gruppe ist immer die Gruppe, die die Aussage der Kollektion ist. Also bei mir heißt diese Kollektion Kaleidoskop und das ist sehr bunt. Ich habe mir überlegt, 90er Jahren, sehr viel bunt. Ich habe gedacht an Liz Hurley, Linda Evangelista, Cindy Crawford und so weiter und das habe ich umgesetzt und ich finde, es ist mir gut gelungen.
Diese Gruppe ist Daywear und in Daywear sorge ich immer dafür, dass es irgendwie lustig ist, aber trotzdem was Spezielles hat. Also dieses Mal ist es Jeans, simple Anzüge, vielleicht was Lustiges mit so einer Kniehose. Aber es soll immer ein bisschen glitzern, finde ich, weil glitzern macht Spaß. Mein Motto heißt immer, Mode muss Spaß machen und es muss ein Lächeln auf dem Gesicht zaubern. Das finde ich das Allerwichtigste. Und ja, was auch schön natürlich ist, ist das Handwerk zum Beispiel. Mal was Geflochtenes. Oder was in Metallic. Daywear. Ja, und wenn es dann mal Nachmittag und früher Abend wird, dann habe ich gedacht, was Unkompliziertes, Schwarz und Silber. Schwarz geht immer am Abend und Schwarz und Silber macht es besonders festlich. Und in verschiedenen Silhouetten, ob du jetzt ein bisschen größer bist oder ein bisschen schlanker bist oder vielleicht mal was ganz Partyhaftes machst, es ist alles dabei. Wien ist sehr bekannt für seine Bälle und auch fürs Theater und der Oper und so. Und da habe ich mir dann überlegt, es wäre doch mal schön, zum Beispiel Salzburger Festspiele oder Wiener Opernball, Abendkleider zu machen. Und nachdem ich Schwarz immer vor eine sehr sichere Farbe finde und auch eine sehr lustige Farbe finde, obwohl es natürlich schwarz ist, habe ich mir überlegt, dass man das sehr schön bearbeiten kann. Jeden Monat hat natürlich ein Grand Finale, so wie das so groß heißt, das muss groß und bombastisch sein. Dieses Mal habe ich mir überlegt, Rot und Schwarz. Rot und Schwarz erinnert einen immer an Weihnachten, also mich jedenfalls. Und ich finde es genial, weil es ist die Story of Flowers und das ist irgendwie, ja, auf verschiedene Arten umgesetzt. Ja, das ist es ein bisschen, das ist meine Kollektion Kaleidoskop für 2023. Und wenn ihr vielleicht am Dienstag auf der Fashion Week seid, schaut sie es an. Ich glaube, es wird sehr schön. Dann war es endlich soweit und die Vienna Fashion Week öffnete zum 15. Mal ihre Pforten. Renommierte österreichische und internationale Designer sowie Newcomer der heimischen Modeszene sind vertreten und präsentieren ihre innovativen Entwürfe und Labels im Modezelt. Damit bietet die Veranstaltung den Besuchern die einmalige Gelegenheit, die zukünftigen Sternstuppen hautnah zu erleben. Der unumstrittene Star des zweiten Tages, Zhang Diho, gab sich vor seiner Show absolut tiefenentspannt. Also ganz relaxed, ja, wenn man jetzt sagen, so cool. Aber heute am Vormittag war ich natürlich auf 180. Aber jetzt weiß ich, kann nichts mehr ändern, alles ist okay, alles schaut wunderbar aus, also ganz relaxed. Hat sich das geändert? Wie war das früher bei den ersten Modeshows? Wie war es da? Manchmal denke ich mit Scham zurück, wo ich da gestanden bin. Ich kann mich erinnern, ich habe mal eine Modeshow gemacht. Kaum waren die über die Bühne, haben die erste Show gemacht, weil wir haben früher immer so drei Shows gemacht. Und dann habe ich geschrien, das war Wahnsinn, das war so schrecklich und so. Und die armen Mädchen haben sich gedacht, oh je. Aber so bin ich überhaupt nicht mehr. Ich bin jetzt ganz relaxed und gefasst und organisiert. Magisches Wort. Wie lange dauert so eine Show oder wie viele Runden oder wie viele Models schickst du da raus? Ja, ich schicke 64 Modelle. Normalerweise ist es zwischen 60 und 64 und die Show ist zwischen 12 und 18 Minuten. Nicht länger, nicht kürzer. Was erwartet jetzt heute die Leute von deiner Show? Ja, es ist ein fulminanter Mondschau natürlich. Wunderbare Farben, sehr viel Glitzer, wirklich High Fashion, globale Mode.
absoluten Star-Kult. Ja, absolut. Die MTU Vienna Fashion Week soll sich als zentraler Treffpunkt für Mode, Design und Kunst etablieren und bietet Designern eine ideale Möglichkeit, ihre Kollektionen auszustellen und zu präsentieren. Doch wirklich viele heimische Promis sind hauptsächlich wegen Star-Designer Zhang Liho gekommen. Ich gehe nur zum besten Designer Österreichs. Das heißt, wir gehen nur zum besten Designer. Alles andere interessiert uns ja nicht. Richtig. Ja, und deswegen habe ich zum Josef heute gesagt, ich war 2 Monate jetzt auf Urlaub, bin zurückgekommen. Er hat gesagt, bitte mach mal noch meine Haare. Ja. Er hat dann die Haare gemacht. Ich habe gesagt, Josef, du wirfst dich heute im Bondinger Anzug, ja, James Bond. Und wir gehen zum besten Designer Österreichs, zum Zhang Liho. Ja. Okay. Sie war zuerst beim besten plastischen Arzt, dann genau. Beim besten Friseur. Ja. Ja, und er hat es persönlich, nein, er hat es nicht persönlich gemacht. Nein, natürlich nicht. Super muss es werden. Nein, es wird super, das ist überhaupt kein Thema. Du, der Zhang ist einer der, ich meine, er kam ja auch nach Österreich, ja, und hat da wirklich, ich habe ihn kennen, ich habe den Zhang schon kennengelernt, glaube Ende der 90er, über meine Freundin Janine, über Janine Schiller, weil sie hat viel beim Zhang machen lassen, hat mir viel vom Zhang geschenkt, das muss ich auch dazu sagen. Ich habe sehr viele Zhang-Sachen zu Hause, die ich alle von der Janine gekriegt habe. Und er ist wirklich ein Designer mit dem Wow-Effekt, wo man sagt, wow, echt, also das ist wirklich toll und auf das freue ich mich heute schon sehr. Ich finde es super, dass Wien auch eine Fashion Week hat. Gott sei Dank jetzt auch schon länger und dass es eine Institution geworden ist. Es war ja höchste Zeit, weil in Wien, wenn man sich so umschaut und wenn man durch die Stadt geht, es gibt total coole Looks und total viele Leute, die sich trauen, was jetzt sage ich mal nicht so alltägliches anzuziehen. Und das ist großartig und ich finde dieses Event noch besser als Inspiration, dass man schaut, ah, das kann ich auch kombinieren, ah, das könnte ich auch mal probieren. Also das ist richtig großartig und hier kann jeder tragen, was er möchte. Ich bin sehr der Meinung, dass wir mehr österreichische Mode tragen sollten. Es gibt so tolle Designer und die sind nicht unleistbar. Ja, also ich rede hier nicht von Armani und Versace Preisen. Das sind kleine Designer, die kleine Boutiquen haben und wo man sich vielleicht auch nur ein Stück kauft, das ganz besonders toll aussieht. Weil heutzutage, um 2 Euro sich ein T-Shirt zu kaufen, das eh jeder trägt, ganz ehrlich, also das dann vielleicht beim ersten Mal waschen schon wieder zerfällt. Und mit der heutigen Verschwender-Ding, also ich habe die Sachen, Die trage ich besonders gern und da habe ich wirklich mein Herz dabei, ja, und man unterstützt einfach richtig tolle Designer, die wir haben. Ja, wir laufen für das Label von Manuel Rauner, für Verdandy, ein österreichisches Label sozusagen, auch von der Produktion her, setzen sie auf Nachhaltigkeit, das ist auch in unserem Sinne und darauf freuen wir uns schon. Eine spektakuläre Show auf jeden Fall. Also wir haben schon gestern und heute am Laufsteg einiges gesehen und erlebt. Wir haben auch schon geprobt. Wir sind schon heiß drauf und die ersten Zuschauer sind ja auch schon hier. Da wird sicher ein spannender Abend.